So, hallo meine Lieben. Ich habe hier immer so ein Schnäppchen-Haul, beziehungsweise so ein Mischmasch-Haul. Ich glaube, ein paar andere sind zwar Schnäppchen, aber die sind zum regulären Preis. Von Woolworths, Teddy, Kaufland, Depot, Teddy. Ja, ein bisschen mehr querbeet gemischt, das möchte ich euch gleich zeigen. Vorab aber. Dieses Jahr gibt es wieder Adventskalender. Ja, ich habe das ein bisschen geschoben, weil ich wollte das Video regulär mit den Adventskalender nach der Kreative machen. Aber nun dachte ich, weil ein, zwei hatten mich schon angeschrieben, ob es denn wieder Adventskalender gibt. Und natürlich gibt es für euch wieder Adventskalender. Also es wird ein gemischter Adventskalender sein, mit ganz vielen unterschiedlichen Bastelmaterialien. Ich hatte mir irgendwo so ein bisschen eine Notiz gemacht. Der fällt gleich mein Stapel um. Mit den Sachen, die ich gekauft habe, was so ein bisschen drin ist, aber mein Notizzettel, ach da, ist weg, wollte ich gerade sagen. Also, Adventskalender. Ihr könnt bis 30.10. euch bei meiner E-Mail-Adresse melden. Die E-Mail-Adresse ist natürlich unten in der Infobox. Da gibt es ein Bastelpaket-Mix ab 30 Euro. Inklusive Versand. Das heißt, ihr bekommt 24 eingepackte Päckchen mit Zahlen von 1 bis 24 drauf. Da sind verschiedene Sachen drin von verschiedenen Marken, ob Action, ob Teddy, ob Kick, ob Woolworths, ob Marke XYZ, ob vielleicht was von FGoof, ob von, ich weiß es nicht. Also es werden ganz viele tolle Sachen drin sein. Hauptsächlich geht es um das Papierbasteln. Das werden unter anderem Stempel sein, ein paar Handstanzen, Papierblöcke, aber auch einzelne Papiere, Stifte, Sticker. Es sind Schleifenbänder, Perlen, keine Ahnung, was ich noch alles so Tolles hier habe mit bei. Auf alle Fälle querbeet, bunt gemischt. Die Sachen sind bis auf das einzelne Papier nicht benutzt. Das sind alles neue Sachen. Und die Papiere sind nur ausgepackt, das heißt einzelne Blätter, wo ich den Block fast alle habe und mit dem restlichen vielleicht nichts anfangen kann. Aber ihr habt dann vielleicht ein bisschen schöneres Papier, was es sonst so nicht gibt. Es sind ein, zwei Markenpapiere mit bei und, und. Also es sind ganz viele, ganz viele, ganz viele tolle Sachen. Wer natürlich ein etwas größeres Paket haben möchte, schreibt mich bitte an. Ihr könnt mir die E-Mail schicken und dann klären wir alles weitere. Ich denke, dieses Jahr sind keine Stanzen dabei. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken, weil ich keine mehr da habe. Aktuell mal gucken, vielleicht ergibt sich noch irgendwas. Ja, und schickt mir doch einfach eine E-Mail und wie ihr bezahlen möchtet. Und ja, also das zu den Adventskalendern. Und wer das nicht hören wollte, hat jetzt Pech gehabt, der musste da jetzt durch. Und wenn nicht, hat er jetzt garantiert vorgespult. So, es ist ein bisschen querbeet. Ich zeige euch mal, weil momentan hat der Teddy reduziert, Kick reduziert, Woolworths reduziert und alle anderen auch. Und da habe ich ein paar Schnäppchen gemacht, beziehungsweise ein paar Sachen gekauft. Unter anderem war ich im Woolworths. Und zwar habe ich da entdeckt, dass es dort Socken gibt. Reduziert auf 1 Euro. Dort habe ich verschiedene Varianten gekauft. Die lasse ich liegen. Beziehungsweise sie sind eventuell zum Verschenken. Die kosten 1 Euro. Das sind 3 Paar. Und die werden auch verschenkt für 1 Euro. Dann diese. Dann schon ein bisschen größer, auch wieder 5 Stück für 1 Euro. Die bleiben ein bisschen liegen. Bis zu 3 Jahre oder 4 Jahre kann man die sogar liegen lassen, da passiert nichts. Die werden auch verschenkt. Da weiß ich nämlich, dass die etwas größer ist. Dann hatten sie ganz viel Textilien reduziert. Ich zeige das jetzt bloß mal schnell Schlauchlauf. Auch für 1 Euro ein einfaches Top in Größe L. Dann habe ich hier eine Bluse, die hätte vorher 7,99 gekostet. Für 1 Euro. Dann für 4,99 so ein schwarzes mit so Rüschen hier vorne dran. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Und dann, das ist auch zum Verschenken, das fand ich total niedlich. Einmal dieses hier. Und passend dazu diese
Mädchenleggings mit Spitze in Größe 116 war auch 1 Euro. Fand ich sehr süß. Aber hier ist ein bisschen die Farbe drin, das passt ganz gut. Und dann habe ich mir noch ein locker legeres Oberteil geholt mit so einer Tasche drauf in so einem ganz hellen Khaki. Und ja, das war das eine. Dann gab es verschiedene 10-Cent-Sachen. Die sind für nächstes Jahr zum Geburtstag, beziehungsweise mal gucken. 10 Cent. Einmal das. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Dann gab es verschiedene so Filzspruch-Sprüche. Die waren auch 10 Cent. Da habe ich viermal dieses für dich gekauft. Dann danke. Dreimal. Dann alles gut. Ich denke, das kann man immer schön auf einen Geburtstagsgeschenk zum Beispiel mit dran machen. Jetzt klingelt. Ich mache mal kurz Pause. So, da geht es direkt weiter. Für ein Geschenk beispielsweise kann man das dran machen. Da habe ich dieses alles Gute. Danke zum Beispiel auch, wenn man so eine Massivverpackung hat, packt die schön ein und dann dieses Danke drauf. Finde ich super. Und dann einmal einfach so. Da gab es ganz viele verschiedene. Dann eine kleine Klappbox für 50 Cent. Dann gab es für 50 Cent diese Blöcke. Das fand ich auch gut, so richtig neutral. In Gelb, lila, grau. Zwei Stück. Dann für 50 Cent, das werden wir mal ausprobieren. Das weiß ich noch gar nicht, was das genau ist. Zwei Stück im Set. Outdoor. Ich glaube, so eine Art Ventilator werden das sein. Auf alle Fälle mit Knicklicht. Und einmal so ein Stab, auch für 50 Cent. Dann gab es hier einmal solche Foliensticker als Herzen. Und diese Happy Birthday Geschenkverpackungen für 10 Cent. Vorher 1,79. Fand ich auch sehr interessant. Vielleicht kann man da sogar so ein längliches Mini-Album machen. Das muss man mal gucken, ob das denn irgendwie funktionieren könnte. So. Hier ist noch eine Happy Birthday Girlande von Cars. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Da war ich jetzt vor 2 Tagen, Montag oder so. Und da habe ich den gefunden. Und der war ganz weit unten versteckt. Und für 10 Cent habe ich gedacht, dann nehmen wir den nochmal mit. Ich hatte den ja für 50 Cent gekauft. Und ja, da hat die liebe Very Important mal ein Album oder so draus gebastelt aus so einem kleinen Block. Also die haben ganz viele tolle Sachen da mitgemacht. Mit noch einer. Ich weiß nur von ihr leider den Namen nicht. Müsst ihr mal auf die Seite schauen und die hat solche kleinen Blöcke verarbeitet. Dann habe ich dieses Datenkabel gefunden. Das finde ich sehr gut, weil ich habe ein iPhone. Und ich glaube, das war es jetzt erstmal. Dann war ich im Depot bei meinen Eltern. Das ist schon ein bisschen länger her. Das liegt auch schon 2, 3 Tage. Und zwar gab es hier einen Schleier, der hätte mal 10 Euro gekostet und war reduziert auf einen. Das fand ich sehr cool. Und für statt 1,99 für 30 Cent solche Holzblätter. Also ab und an findet man beim Depot auch Schnäppchen. Aktuell gibt es wohl auf gewisse Sachen auch 70%. So, und hier kann ich euch den genauen Preis nicht mehr sagen. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie unter 3 Euro waren. Und zwar gab es beim Kaufland, bei uns, bei meinen Eltern, diese Bodies, die waren reduziert für, ich glaube, unter 2,50 € sogar. Habe ich die einmal für Mädchen gekauft und einmal diese hier für Jung. Und die sind zum Verschenken. Ist noch die Größe. Da. So, dann machen wir weiter. Das war's schon von Kaufland mit Teddy. Teddy, diese kleinen Designblöcke, habe ich den für 1 Euro gefunden und ich habe diesen kurz vorher für 2 Euro gekauft. Der ist total niedlich mit den kleinen Häschen. Also ab und an reduzieren die anscheinend auch mal so Einzelteile und der war jetzt mit dabei. Dann für 10 Cent. Ich war jetzt nämlich unterwegs bei Teddy. Muss ich kurz einwerfen. Und zwar haben mir ganz viele diese Bastelsachen für 1 Euro gepostet.
Und unser Teddy hat es nicht. Und jetzt war ich in einem etwas größeren Teddy. Und der hat die Kiste im Lager stehen gehabt, weil sie nicht wussten, was das ist. Und dann sage ich, geben Sie mir die her, geben Sie mir die her. Ich gucke mir das an und dann zeige ich euch gleich mal, was ich da gefunden habe. Dann habe ich hier diese für 10 Cent. Das ist so für Ordner vorne zum Draufkleben. Ja, war auf alle Fälle sehr witzig. Und in einem anderen war ich auch noch. Der war aber leider auch viel zu klein, wo es hätte diese geben können. Diese sind auch für 10 Cent. Das sind solche Holzfiguren. Hier steht Holzklammern, aber es sind eher Anhänger, es sind keine Klammern. Dann, der ist zwar ein bisschen offen, aber dieser Block, den kennt ihr bestimmt auch. Den gab es auch für 10 Cent. Da war ich sehr überrascht, dass ich das noch gefunden habe. Und was Einfaches zum Basteln, auch für 10 Cent, dieser Moosgummibaum. Finde ich sehr cool. Habe ich auch noch zufällig gefunden. Ach, ich habe noch was von Woolworths, fällt mir gerade auf. Aber ich mache erstmal den Teddy zu Ende. Gestern war ich bei uns im Teddy drinne und habe mal in die Kisten geguckt, weil die halt diese ganzen Sommerartikel reduziert haben. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu schnell quatsche. Und dann habe ich keine Zeit, um quatsche immer so schnell. Und da habe ich gefunden, weil wir feiern jetzt am Wochenende nochmal Kindergeburtstag mit den Kindergartenkindern. Und da habe ich gedacht, so als Kleinigkeit, weil Wetter ist ja noch wunderschön aktuell, einmal Seifenblasen, die sind reduziert gewesen auf 10 Cent. Da habe ich verschiedene Varianten gekauft. Von Minnie Maus habe ich zwei gefunden und diese einfachen, wo Seifenblasen draufsteht, habe ich fünf. Statt 55 Cent und total cool, ich habe Straßenmalkreide gefunden. Statt für 55 Cent jetzt für 10 Cent. Und da habe ich auch sieben Stück mitgenommen für sieben Kinder. Also mein Kind plus sechs weitere. Dann hatte sich mein Kind ein paar Autos gewünscht, dann hatte ich drei Stück gekauft. Dieser war doppelt, der wird jetzt zum Kindergeburtstag auch noch weitergegeben. Da werde ich noch zwei Stück holen. Und das mit den Bastelsachen zeige ich euch gleich vom Teddy. Zeige ich euch noch, die haben, der Woolworths hat auch ganz viele Sachen vom Schwimmen und von Sandspielzeug und vom Grillen reduziert. Vielleicht habt ihr Glück und ihr findet noch was ganz Tolles. Die hatten Grills statt 8 Euro für 1,99. Und ich habe jetzt gedacht, dieses Schnorchelset, das ist zum Verschenken von Frozen, statt für 6 Euro oder 5,99 für 1 Euro. Und einmal dieses von Paw Patrol. Da finde ich die Taucherbrille voll cool. Ja, auch 1 Euro. Also da gab es ganz viel. Ich habe noch zwei Eimer gekauft, einmal sogar von Firma Wada. Die ist sehr hochwertig, statt für 7 Euro, ich glaube auch, also 6,99 1 Euro. Und ein anderes Set statt für 4,99 oder 3,99 auch 1 Euro. Sodass wir mal noch einen neuen Eimer haben. Irgendwie verschwinden die immer. Ja, und jetzt mache ich mal so ein bisschen Platz. Zeige ich euch noch eine kleine Ausbeute, was ich denn für diese 1-Euro-Sachen, was ich da gefunden habe. Zum einen, hoffe ich ja nicht, was zeigen, was jetzt so ein bisschen doppelt ist, habe ich dieses Papier gefunden. Ist das nicht Zucker? Einmal diese Sorte und einmal diese hier. Und dann gibt es noch eine nette Facebookerin, die besorgt mir oder hat mir jetzt von ihrem Teddy noch eins, zwei, drei ganz tolle Sachen besorgt. Dann habe ich dieses Stempelset gefunden. Von sowas hier habe ich eins, zwei Sachen mehr gekauft. Und das kommt dann zum Beispiel auch mit in den Adventskalender, weil ich weiß, dass ganz viele nicht das Glück hatten. Also ich, wie gesagt, ich hatte jetzt bei dem einen mal Glück, dass ich wirklich was gefunden habe, weil sie die Kiste im Lager hatten. Sie hatten unten noch ganz viel Perlen und irgendwelche Zapfen und irgendwelche so ganz kleine Filzsachen, aber das war nicht meins. Da denke ich mir, das kriege ich irgendwo anders auch für den Euro her und das habe ich nicht mitgenommen. Aber so zum Beispiel wie dieser Embossing-Folder, wo hier der Rand mit ist. So was ganz Einfaches finde ich gut. Die habe ich gefunden. Und diese hier. Ach, ich sehe gerade die auch. So, das ist nicht aus den 1-Euro-Sachen, aber hier habe ich mich auch gefreut, weil die habe ich gesucht und bis jetzt noch nicht gefunden. Eine Feentür.
Die möchte ich gern auch ein bisschen bemalen mit dem Kleinen. Und dann kommt die bei uns irgendwo an die Seite mit ran. Die habe ich zweimal gekauft. Dann diese beiden Stempelsets. Und für 1 Euro müsst ihr mal auf der Internetseite gucken. Ich glaube, die Sachen kosten zwischen 5 und 8 Euro, wenn man das googelt und sucht. Dann hat mich interessiert dieses 3D-Kit. Silikonkleber bleibt elastisch, auch nach trocknen. Kleber kann benutzt werden bei verschiedenen kreativen Hobbys. Wir arbeiten mit Styropor und dreidimensionalen Papierkunst. Sehr cool. Auch 1 Euro natürlich. Dann habe ich die hier gefunden. Einmal Mädchen, einmal Junge. Junge habe ich zweimal. Und die fand ich total zucker. Die habe ich noch gefunden. Und das Größte, das durfte natürlich auch mit. Das werden wir bemalen. Das kommt bei den Kleinen ins Zimmer. Dieses Ding hier. Oder vielleicht behalte ich das, weil ich habe das jetzt zum Beispiel auch richtig schön hier drin gestapelt. Das sind die Fächer. Und für 1 Euro, ich glaube, sonst kostet sowas 5 oder 6. Firma Kars. Ja, cool. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ach, hier ist der Block, der nicht reduziert war. Den hatte ich mir jetzt auch zweimal noch gekauft gehabt. So, das war es jetzt erstmal mit den Sachen vom Teddy Woolworths, Kaufland etc. Mit den Adventskalendern wisst ihr Bescheid. Ich werde das vielleicht noch in einem oder zwei Videos erwähnen. Alle Infos, wie gesagt, dazu findet ihr unten. Meldet euch ganz gern und dann würde ich sagen, eine Action-Roll kommt noch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.